Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Ja, das wird wohl die zweitletzte Folge werden, tippe ich einfach mal. Ich habe ein paar Kleinigkeiten erledigt während meiner Offline-Phase. Ich habe zum einen wieder das Dunkeldreieckschild drin, weil mir wurde mitgeteilt, dass das Silberschild auch meine Magie-Angriffsstärke reduziert. Und das finde ich ja mal absolut uncool. Ich habe wieder auf meine alten, ehrwürdigen, weißen Rüstungen gewechselt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das Gewand angelassen, aber hier habe ich ein bisschen was anderes ausprobiert. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich langsamer geworden bin. Euch natürlich schon. Deswegen jetzt wieder im alten Style. Muss ja nicht sein. So gut war nämlich der andere Rüstungsbonus auch nicht. Und ich habe hier den Ring der magischen Schärfe an, denn das, was wir jetzt noch machen, da bringt uns der Ring des Diebes definitiv nichts mehr. Ich habe den Schimmerstab auf plus 5 gebracht. Ich weiß, mir hat eine farblose Seele noch gefehlt für den fünften, weil ich ja diesen einen Dämon nicht gefunden habe. Aber man kann ja bei der Krähe einen Gottestalisman umtauschen und schon hat man die fünfte farblose Seele. Ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, ich habe es schon ins Lager gepackt, aber es ist nicht viel besser wie jetzt mein Halbmond-Fanschon. Es hat natürlich mehr Magieschaden, aber dafür so gut wie nichts im physischen Bereich. Deswegen werde ich jetzt das Spiel nach wie vor mit diesem Halbmond-Fanschon, ja, beenden. Und ja, was konnte ich euch noch zeigen? Hier habe ich noch zwei Levels gemacht. Einmal in Vitalität und einmal in Magie. Ich weiß, ich sollte Kondition machen, aber mein Gott, wir haben es jetzt die ganze Zeit missachtet. Dann können wir es jetzt im letzten Ding auch noch missachten. So, so viel dazu. Natürlich habe ich auch, wie versprochen, bei Welt 1 die Welttendenz auf pures Schwarz gefärbt. Und da gehen wir jetzt rein. Wir haben hier natürlich ein Phantom zu töten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so ein Murder-Fail. Und nach diesem Phantom natürlich noch einen Erzdämon. Ach, ein Erzdämon. Ein Urzeitdämon. Erzdämon wird mir jetzt gerade noch fehlen. Ja, dann hätte ich theoretisch auch das fünfte gehabt. Dann hätte ich bei der Krähe überhaupt nichts machen müssen, aber egal. So, hier am Anfang sollte da irgendwo sein, dieses Phantom. Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Vielleicht ist da unten wieder die Tür auf. Ja, ihr seid jetzt natürlich deutlich angriffslustiger ohne den Ring des Diebes. Jawohl, die Tür ist wieder offen. Das ist, wie gesagt, nur in der weißen und schwarzen Tendenz so. Und hier müsste jetzt ein besonderes, fieses Phantom sein. Wenn ihr euch richtig erinnert, damals in der weißen Welt-Tendenz, lang, lang ist her von Welt 1, der war schon nicht ohne. Aber gut, ich habe ihn auch relativ früh gemacht. Und wenn der jetzt als schwarzes Phantom kommt, So, noch ist alles ruhig, aber hier kommen ja jetzt diese Skelette, wenn ich mich... Ja, genau, das sind noch normale Gegner. Was heißt normale Gegner? Ihr wisst, was ich meine, aber die kennen wir schon. Ja, die machen ein bisschen mehr Schaden, aber im Grunde sind sie ganz handsam. Oh, die geben auch immer nur dieses dumme Gras, ey. Ja, wer jetzt noch dieses Gras farmen will, bitte. Ich nicht. So, wo ist er denn? Das wird wahrscheinlich ganz hinten erst kommen. Da müssten jetzt erst nochmal so Soldatenseelen kommen, oder? War das nicht so, dass da mehrere... Kann ich da eigentlich hoch? Das habe ich anscheinend schon mal probiert, da komme ich nicht hoch. Mensch, da stellt sich aber auch manchmal an, unser Held hier. Yay, aber ein bisschen viel auf einmal, oder? Ein bisschen übertrieben. Würdest du bitte anvisieren? Danke. Ach komm, nee, das ist mir zu viel jetzt. Das ist mir zu blöd. Nee. So, jetzt können wir langsam wieder in den Nahkampf übergehen. Das sind ja immer noch One-Hits, ja. Ich stelle mich aber auch an. Yay. Yay. Freude. Naja, für den Anfang war es ja ganz niedlich, aber jetzt kann man nicht wirklich gebrauchen. So. Übrigens, der Urzeitdämon in dieser Welt, ich brauche ihn eigentlich gar nicht zu machen, ist unnötig. Aber er ist in Welt 1-3, das heißt, ich habe dann einen Marsch vor mir, den ich dann rauscutten werde. So, der müsste jetzt hier eigentlich kommen. Ansonsten wäre ich ein bisschen verwirrt. Bist du nicht langsam kommen, du komisches, totes Wesen? Dann kommst du erst da unten. Wow, was? Ah, da ist er ja. Hi. Ja, das ist, glaube ich, die gleiche wie damals. Warte mal, ich finde das aber gerade, wie er mich überraschen wollte, ne? Komm, wir gehen jetzt erstmal hier raus. So, wechseln auf Magie und los geht's. Mann, was ist das für ein fettes Axtteil? Also mal wirklich. Oh, da hält aber jemand was aus. Nicht gut. Oh Gott, ich sehe jetzt schon die Fails wieder.
Na gut, es hilft nichts. Wehe, du kannst dich wieder heilen, ey. Dann kotze ich ab. Oh, dieser unglaublich gut mir ausweichen kann und abrollen. Es ist schwer, sie zweimal zu treffen. Na gut. Oh! Oh, Mann. Na gut, wenigstens lässt sie mir Zeit, mich zu heilen. Das ist wenigstens etwas. Etwas, Entschuldigung. So. Ja, ich sehe es schon kommen, ey. Da macht sie gleich so ein Angriffskombo. Warum sage ich eigentlich sie? Ist das eine sie? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall blutet es. Was blutet, kann man bekanntlich töten. Mensch, das wäre jetzt so episch. Einmal ein Phantom beim ersten Mal. Nur ein einziges Mal, ey. Das wird mich überglücklich machen. Werden aber... Wahrscheinlich heilt er sich jetzt gleich. Oder sie oder es. Das Ding. Ich weiß es ja nicht. Kann ich dich da runterschubsen? Nee, ich will dich jetzt richtig töten. Ja, es geht doch. Ab und zu geht's doch mal. Meine Güte. So, was gibst du mir? Ja, deine Waffe. Die werde ich zwar nicht gebrauchen können. Wir gucken uns das mal kurz an. Aber finde ich nett. Das war ja ein Mods-Teil, dieses Henkerbeil. Ja, das trifft es auch ganz gut. Was hat es denn Schönes? Ja, natürlich bräuchte man ein bisschen mehr Stärke. Naja, das ist jetzt nicht wirklich was. Eine Waffe, die lange für Hinrichtungen benutzt wurde. Sie ist kurz, schwer, hat einen dicken Griff und kann die Halswirbel mit einem einzigen Hieb brechen. Diese Henkerswaffe wird gemeinhin verachtet, ganz besonders im Proletariat. Ja, Mensch, das wäre genau das richtige Ding, wenn ich mir mal wieder so ein Hühnchen hole. Wenn man die halbieren will, ey. Oh, ich habe da kein gutes Messer dafür. Ich müsste mir entweder mal ein Messer holen oder so einen Henkerball. Hm. Einmal flupp und durch ist es. Oh, man vergeht eigentlich einmal ein Part, wo ich nicht ans Fressen denke. Es ist furchtbar mit mir. Na, egal. Was machen wir denn jetzt? Ja, genau. Ich werde euch jetzt rauscutten, werte Freunde. Und euch zu 1.3 wieder reinschalten, denn dann kümmern wir uns um den Urzeitdämon. Also, bis gleich. Yo, Freunde, das immer wieder in 3.1, immer noch pures Schwarz. Und ja, ich schalte euch hier schon rein, auch wenn ich weiß, dass der Urzeitdämon noch ein Stückchen weiter weg ist. Hey, vielleicht kommen pur Schwarz die Köter da raus, das wäre fies. Ich schalte euch früher rein, weil ich weiß, dass da gleich ganz üble Phantome kommen. Ach ja, ich habe meinen Ring des Diebes wieder angezogen, solange ich hier rumgewandert bin. Ist doch ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Statt wenn da die ganze Meute auf mich zukommt. Okay, die scheinen hier immer noch drin zu bleiben. Da oben, bei dem großen Tor, müssten jetzt eigentlich solche, wie heißen sie, Ministertypen kommen als Phantome. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn meine Angaben zumindest stimmen. So, aber erstmal die killen. Ihr seid keine One-Hits mehr, das finde ich aber uncool. Tschüss. Ach komm, bleib genauso stehen, komm. Dann beide auf einmal. Yes, ah, wie ich da drauf stehe, ey. Ja, steht halt rum und sieht so, wie ich euch abmurkse. Finde ich toll. Gut. Gut, gut, gut. So, mal gucken, ob hier jetzt die Ministertypen kommen. Ich bin mir nicht sicher. Na? Na? Kommt nix? Hm. Ist natürlich doof. Okay, schade. Dann kommen die wahrscheinlich an einer anderen Stelle, wo ich jetzt aber keinen Peil habe, wo. Ich habe auch nicht wirklich gerade einen Peil, wo genau der Urzeitdämon ist. Hier irgendwo. Ja, ich habe es mir zwar durchgelesen, aber das ist schon wieder über eine Woche her. Und ja, ihr kennt mich ja nie. Ich sollte mich am besten mal, ja, belesen, bevor ich so einen Part starte. Aber darauf habe ich manchmal einfach keine Lust. So. Hey! Was geht mit dir? Huch. Jetzt habe ich mit der Leiche geschmust. Sehr ekelhaft. Na, komm, mach ich halt so. Ist mir viel zu doof. So, Urzeitdämon. Du bist ja eigentlich nicht klein, ne? Man müsste dich ja sehen. wie deplatziert das einfach aussieht. Und die anderen da stehen da. Und dann, ja, ist halt nur Urzeitdämon, ne? Ja, der ist halt jetzt hier. Ja. Ist unser Freund. Unser unterzivilisierter Freund, der nichts kann. Süß. Naja, nicht süß, ich weiß. Okay, ja, dann wollen wir halt mal. Nee, ich will erst die Kleinen töten, weil die Kleinen sind gefährlicher wie das dicke Ding. Kann das dicke Ding überhaupt was?
Ich glaube nicht, ne? So. Ja, ihr seid mir egal. Komm, wir schneiden dem Vieh den Schwanz ab und bekommen eine ultimative Waffe. Nicht so ganz. Ist ihm auch relativ egal. Tschüss. Okay. So viel dazu. Das haben wir toll gemacht, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich auch meine Aufnahme überhaupt gestartet habe. Also meine Tonaufnahme. Bis gleich. Jawohl, ja. Die läuft wunderprächtig. Und somit können wir unbeschwert weitermachen. Ja, Freunde. Das war's. Das war's an optionales Zeug, das ich euch in dieser Runde zeigen möchte. Wie schon mehrfach erwähnt, ich werde euch natürlich noch ein paar Bonus, Sachen zeigen. Aber die kommen ja erst nach und nach. Im Übrigen... Oh, ey. Warte mal. Wo sind mein Heilungskram? Also bitte. Im Übrigen, es wird eine kleine Änderung kommen, denn Demon's Souls und Final Fantasy VIII, ist, das Schicksal will es so, hören gleichzeitig auf. Ja, das heißt, man beachte bitte den Upload-Plan, den ich in der nächsten Infoshow vorstellen werde. Der kommt, die kommt auch noch die Woche. Führt euch das mal zu Gemüte, wenn ich meinen bisherigen Planungen trauen darf. Dann, ich muss mal ein bisschen Magie schlürfen. Ja, wenn ich meinen bisherigen Planungen trauen darf, dann wird Dark Souls, der DLC, den Platz von Demon's Souls einnehmen. Das heißt, es wird nicht mehr zum Wochenende Dark Souls geben. Es wird dienstags und freitags und das dann auch eine Dreiviertelstunde, ja, Dark Souls geben. Das ist, geht dann natürlich nicht mehr lange. Ist klar. Ich habe deswegen in Planung... ob ich da durchfetzen kann. Ja, sieht gut aus. Ich habe in Planung, dann eventuell einen Vote machen zu lassen, was ich danach spielen werde. Das alles und noch viel mehr in der Infoshow. Schaltet dann rein. So. Ihr folgt mir nicht mehr. Finde ich super. Denn jetzt, Freunde, geht's ans Eingemachte. Beziehungsweise, nein, noch nicht. Denn ich bin ja nicht lebensmüde. Ach, da hinten liegt noch meine Leiche. Als ich das Ganze in pures Schwarz gemacht habe, wie süß. Nee, die interessiert mich eh nicht, da ist eh nichts drin. Ich gehe jetzt natürlich erst raus und wieder rein, denn ich mache doch jetzt hier nicht den Big Boss hier auf pures Schwarz. Ihr könnt mich mal. Nein. Wir wollen natürlich das ausnutzen, dass wir das jetzt wieder ein bisschen weiß gefärbt haben. Ein kurzer Blick. Ja, das ist fast pures Weiß. Wieder die Stufe drunter, wie wir es ja gewohnt sind. Okay, gut. 17.000, lohnt sich da was? Was habe ich denn da? Ach ja, die Dämonenseele, klar. Die Drachendämonenseele hebe ich mir mal auf. Legendär, sagenumwoben. Das reicht nicht für ein Level. Lassen wir das also. Gut, Freunde. Das letzte Kapitel ist nun endgültig soweit. Ich werde euch jetzt einmal auf die Reise mitnehmen. Wir können ja nochmal ein bisschen... auf dieser Reise das Spiel resümieren, was wir alles erlebt haben. Es ist ein unglaublich umfangreiches Spiel. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich resümiere jetzt schon ein bisschen. Es war, ja, eine harte Tortur. Aber mit euch macht das irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht. Ja, klingt irgendwie komisch, ist aber so. Ja, ich wollte es ja anfangs gar nicht machen. Weil, ich habe Dark Souls gemacht, das habe ich auch genossen. Aber irgendwie hatte ich bei Demon's Souls eben... weil es ein bisschen fieser war, aber das war eigentlich nur mein Eindruck, weil ich Nahkämpfer gespielt habe. So, weil ihr seht ja, das geht ja wunderbar hier. Ja, deswegen wollte ich es gar nicht machen, aber die zahlreichen Anfragen eurerseits, die haben mich dann doch natürlich dazu bewegt. Ja, die haben mich überredet und ich habe es nicht bereut. Es waren wirklich unglaublich viele und umfangreiche Kommentare von eurerseits, aber gut, da werde ich dann im Abspann nochmal konkreter drauf gehen, auf meine Dankesrede und so weiter und so fort. Das mache ich ja immer wieder gerne. Auf jeden Fall, ja, letztendlich wurde es dann doch eines meiner Lieblings-Let's Play-Projekte. Ich habe wirklich alles, was ich mir vorgenommen habe, konnte ich euch zeigen. Ich wollte euch nicht nur wirklich jede Ecke des der Dungeons zeigen. Warte mal, wie habe ich dich am einfachsten gemacht? Ne, ich glaube, dich habe ich immer mit der normalen Waffe gemacht, ne? Glaube ich zumindest. So. Ne, habe ich anscheinend doch nicht. Da macht aber ganz schön weh. Warte mal. Habe ich dich doch mit Seelendinger gemacht? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ah, war so klar, dass jetzt dieser... komm. Na, treff doch. Oh, komm. Au. Oh, Junge. Jetzt muss ich mich ja noch blöd anstellen, während ich resümieren wollte. Das war ja so klar. Es war ja eh klar, ne? Ist mir egal. Ist mir egal. Wir machen es jetzt noch einmal zusammen. Denn das gehört dazu. Und das habt ihr mir auch nie übel genommen. Die ganzen Fails, die ganzen... ja, ungeschickten Überlegungen, die ich vielleicht an den Tag gelegt habe, die manchmal etwas unproduktive Skillung vielleicht oder Ausrüstung und so weiter und so fort. Ihr habt das euch alles mit angeschaut, ihr habt es toleriert, ihr habt es akzeptiert und ja, letztendlich haben wir uns da doch einen relativ individuellen Helden geschaffen. Ich meine, wer trägt schon so einen bekackten Hut? keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Ich konnte euch, wie gesagt, ich konnte euch alles zeigen, nicht nur jede Ecke von diesen Welten, sondern auch die sämtlichen Weltentendenzen, den ganzen Umfang, den das Spiel bietet, in einem Durchgang quasi geschafft. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen. Wir haben einen guten Charakter gespielt, ich werde es euch noch zeigen, wie gesagt. Die kommen dann immer so, ja, unregelmäßig, aber sie werden kommen, so wie bisher alle Bonusparts kamen. So, und jetzt stellen wir uns hier bitte nicht blöd an. Sehr böse. Gut, aber so habe ich ihn auch nicht gemacht. Habe ich ihn echt mit? Ja, geht doch. Der darf nur nicht blocken. Oh, geh weg. Oh, Mann. Also, der ist sonst nie ein Problem, ey. Was mache ich denn? So, komm. Nee, du sollst mit deinem Schild... Komm. Ey, du... Babsack. So, das hast du verdient. Was wird das erst beim letzten Endgegner? Naja. Aber den da oben, den habe ich immer mit dem Seelenstrahl gemacht, weil das war... Der hat das irgendwie nicht geblockt, genau. In der Mitte lasse ich einfach in Ruhe. Und dich habe ich so gemacht. Hopp. Bisschen schneller bitte. Danke. Jawohl. Ja, dann kannst du stöhnen so viel wie du willst. Du bist tot. Ja, Mensch, Demon's Souls. Wunderschönes Spiel. Wir werden natürlich mit Dark Souls noch unsere Freude haben. Klar. Wir werden irgendwann den nächsten Souls-Titel spielen. Den werde ich dann wahrscheinlich auch blind spielen, weil es einfach noch viel mehr Spaß macht. Oh, das dauert ja ewig. Wir werden hoffentlich nie wieder so komische, hässlich, tanzende, lachende... Typen töten müssen. Weil ich sie einfach nur hasse. Sie machen mich aggressiv. Wie sie selbst in ihrem Tod noch so dumm lachen müssen. Hampelmänner. So. Ich mache mal auch auf die feige Magierart. Kein Bock mehr auf euch. Du bist der Letzte deiner Art. Ist dir das überhaupt klar? Wahrscheinlich nicht. Haha, und du kommst keinen Schritt voran. Und ich muss schnell was nehmen. Und tschüss. Fast tschüss. Jetzt tschüss. So. Gut. Gut, gut. Ach komm, wir nehmen noch ein Gewürz. Ja, es hat alles wunderbar funktioniert. Klar. Manchmal habe ich selbst für meine Verhältnisse ein bisschen zu oft gefailt. Ich sag nur Sumpf. Das war so ein bisschen die Schattenseite. Für mich selbst zumindest. Ihr hattet ja sowieso euren Spaß. Aber hey, Mensch. Wir haben es letztendlich geschafft. Und das Let's Play hat mir gezeigt, auch wenn ich mal unsicher bin, wegen der Schwierigkeit eines Spieles, ob ich das wirklich Let's Playen will. Jetzt weiß ich, ich mache es dennoch, weil ich weiß einfach, ihr steht hinter mir. Fand ich super. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Und so, jetzt haben wir genug gelabert, denn jetzt kommen wir in ein neues Gebiet. Hier ist kein Drache mehr, den haben wir das letzte Mal schon besiegt, Freunde. Das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich hier hochdapsen. Und da haben wir uns nicht weiter umgeschaut. Das ist das letzte Areal in diesem Game. Ja, fast schon traurig, oder? Genießen wir es noch einmal. Lassen wir es einfach voll und ganz auf uns wirken. Und da kommt noch ein kleiner Widersacher. Was heißt klein? Ist nicht ohne. Ich glaube, wenn wir die Person töten und dann nochmal das Spiel verlassen, dann haben wir die Welt sogar im puren Weiß. Das heißt, der Endgegner würde nochmal ein bisschen einfacher werden. Und Freunde, das werde ich machen. Es tut mir leid, wenn ihr das blöd findet, aber das ist ein Mordsgegner, der uns da erwartet. Und
Wenn man sich den nicht einfach machen will. Gut, es gibt da auch die Feigling-Methode. Man könnte ihn mit Pfeil und Bogen töten, bevor der Kampf beginnt. Also, ich rede jetzt von dem letzten Boss, nicht dem hier. Aber das mache ich nicht. Ich werde ihn schon regulär besiegen, aber in dem Sinne dann doch halt so einfach wie nur möglich. Das war dumm von mir. Meine Gier. Okay, aber dieses Phantom ist keine Schwierigkeit, wie ihr schon merkt. Das war's. Tschüss. Das war das letzte Phantom, das sich uns in den Weg gestellt hat. Wir bekommen ein Runenschwert und ein Runenschild. Das möchten wir uns natürlich mal kurz angucken. Runenschwert. Nichts für uns. Wobei, einen schönen Magieangriff hat das Ding, aber es hat halt nichts auf den Magiebonus selbst. Oh, ja. Schade eigentlich, warum nicht? Egal. Ein exquisit gefertigtes goldenes Schwert. Diese Waffe verursacht kaum physischen Schaden, wurde aber durch mächtige Zauber verstärkt und schützt ihre Träger gegen Magie. Diese Waffe eines legendären Helden wird durch den Runenschild komplettiert. Ja, das gucken wir uns auch mal schnell an. Da geht die Schadensminderung nochmal ein bisschen hoch. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Die Magieverteidigung geht bedeutend hoch. Ich sehe darin eigentlich keinen Nachteil, das jetzt nicht auszurüsten, ganz ehrlich. Ich lese mal durch. Dieser magisch verstärkte Schild schützt gegen magische Angriffe. Es ist ein Schild des legendären Helden, der mit ihm dazu gehört ein Runenschwert führte. So, hatte ich hier einen Bonus drin? Diese Schilder zu handhaben und daher... Nö. Nehme ich jetzt das einfach. Mein Gott, haben wir jetzt kurz vor knapp noch das Schild gewechselt. Sieht ein bisschen scheiße aus, oder? Ich weiß ja nicht. Also so wirklich Schutz bieten... Wahrscheinlich schreibt mir jetzt irgendjemand wieder in den Kommentaren, nein, das hat noch den und den Effekt. Das finde ich richtig fies, ganz ehrlich, das ist wie mit diesem Silberschild, da steht drin, ja, schützt gegen Magieangriffe, aber, dass es meine Magie schwächt, steht kein Wort davon drin. Und da frage ich mich, what the fuck, woher soll ich das wissen? Gut, man könnte Wiki-Souls lesen, keine Ahnung, aber das mache ich nicht. Das wird mir ein bisschen den Spaß rauben. Naja, ach, da bekommt man so ein Steinchen, schön. So, füllen wir doch uns doch nochmal auf. Ach, wisst ihr was? Ich probiere jetzt den letzten Boss. Ich habe jetzt doch keinen Bock, nochmal rauszutapseln. Wir probieren das jetzt. Oh Mann. From Software weiß, wie man eine richtig schöne, dezente Atmo aufbaut. Nein, dieser Hintergrund, dieses Hintergrundzoomen. Das hat sowas Endgültiges. Okay, Freunde. Noch wenige Schritte. Wir sind da. Es wird höchstwahrscheinlich eine Fail-Nummer, bis ich mich wieder an seine Angriffsmuster gewöhnt habe. Als Nahkämpfer damals, ich habe Blut geschwitzt. Und ich glaube, es wird diesmal trotz des Magiers nicht einfacher. Okay. Gut. Die letzte Nebelwand in diesem Spiel. Freunde, da hinten steht er. Ich sag's euch so viel, man kann, wer feig ist an dieser Stelle, kann man mit Pfeil und Bogen, kann man ihn abschießen. Ich hab's nie geschafft. Ich war da irgendwie zu blöd, ihn zu treffen. Hab's damals mit dem Nahkämpfer versucht, vor Verzweiflung. Aber
wir machen das sowieso nicht. Wir werden ein paar Schritte vorwärts gehen und dann beginnt dieser epische Fight. Okay, ja, ihr seht dieses gewaltige Schwert. Ich werde mich jetzt gleich ein bisschen konzentrieren müssen wahrscheinlich und bin dann nicht mehr ganz so gesprächig. Naja, mal schauen. Der alte König Aland. Genießt einfach mal die Musik, während ich mir anschaue, wie er so drauf ist. Okay, alles klar. Okay. Das... Oh, ja, alles klar. Okay. Ich gewöhne mich langsam wieder an ihn. Das Wichtigste ist einfach... Okay, da muss man weg. Da muss man ganz weit weg. Ich weiß nicht mehr, wie weit. Okay, weiter. Definitiv weiter. ja. Ich hab euch ja... Okay. Gehen einfach mal so weit weg. Reicht das? Ja. Sobald man ihn nicht mehr anvisieren kann, ist man weit genug weg. Das Wichtigste ist einfach, auf Abstand zu bleiben bei dem Kerl. Okay. Weil sein ganz böser Skill, das Stehlen des Sehenslevels, das macht er nur, wenn man relativ nah an ihm steht. Ja, ich habe keine Heilung mehr. Ich muss noch weiter weg. Oh, scheiße! Was? Oh, shit. Shit. Ja. Okay, ich muss mich erst wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Er hat im Grunde schon all seine Skills gezeigt, außer den Seelenlevel wegnehmen Skill. Gut, wenn er diese Aufladungstechnik macht, dann muss man weit weg. Ich könnte ihn zwar mit Pfeil und Bogen eventuell... Wieso fange ich ihn... Achso, ja, passt. Ich könnte ihn zwar mit Pfeil und Bogen dann ein bisschen, ja, verärgern, sage ich mal so. Aber bis ich das da rumgewechselt habe... nee, ich werde das weiterhin mit Magie versuchen und lieber dann mein Schild dafür jederzeit parat haben. Und ja, ich denke, ansonsten ist er schaffbar, oder? Also es ist immer schön, wenn man immer schön Abstand von ihm hält. Er lässt ja einem auch relativ Zeit, hat man gemerkt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der zweite Versuch muss her. Bis gleich. Jo, Freunde, da sind wir wieder. Und ab ins Gefecht. Ohne groß zu warten. Ach, epische Musik. Epischer Gegner vor allem. Ich finde sein Design unglaublich cool. Es hat sowas richtig Majestätisches. Ja klar, ich weiß, es ist ja auch ein König, aber... Ihr wisst ja, wie ich das meine. Hi. So, mein Schaden ist nicht so toll, muss ich sagen. Ihr habt es eben gesehen. Der wollte eigentlich eben diese komische Attacke machen. Man kann ihn relativ einfach... davon abhalten. So. Jetzt lasse ich ihn machen. Ist mir recht. Ich gehe weg. So. Da kann ich mich nämlich schön aufladen in der Zwischenzeit. Okay, komm. Ei, okay. Im Grunde ein relativ ruhiger Kerl, der sich gar nicht so beeilt. Aber glaubt mir, der hat es auf Faustdick hinter den Ohren, wenn man nicht aufpasst. Ja, ich muss rechts eigentlich an ihn vorbei, dann... Oh, 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 die Attacke ist böse. Da muss man aufpassen. Rechts rum. Nein, nicht rechts rum. Da habe ich mich irgendwie jetzt vertan. Es ist unklug, so nah sich an ihm zu heilen. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, okay. Ja, es ist... Genau, so muss man ausweichen. Oh, er kann ja auch ausweichen. Der alte Sack. Hä, was ist denn jetzt mit ihm los? Ist er gerade ein bisschen spastisch drauf? Ich weiß nicht. Ah, ich hab's nicht so gemeint, Mann. Beruhig dich, beruhig dich. Ah, mach nix, mach mir nix, mach mir nix. Ein bisschen Kraut schlucken. Oh, oh, oh. Was war das? Okay. Die habe ich jetzt noch nicht gekannt, aber... Oh, ja, okay, gut. Macht aber nicht so viel. Okay, alles cool. Alles cool bis hierher. Und wieder konnten wir diese Attacke abbrechen. Das ist toll, wenn er das einmal mehrere Male versucht... Mit Pfeilenbogen klappt das noch besser. Aber ich bleibe jetzt bei meiner Magie. Schließlich sind wir Magier. Als Magier haben wir dieses Spiel begonnen. Und als Magier werden wir es beenden. So. Oh, shit. Oh, macht nix, macht nix, macht nix. Alles cool, alles cool. Wow. Yo, alles klar. Okay. Ich habe gleich ein Problem, nicht meine Gewürze gehen bald leer. Das wäre nicht so gut. Ja, das macht mir jetzt nicht so viel. Oh, ja. Also eigentlich ist er von seinen Angriffen her relativ schwach. Also als Nahkämpfer habe ich den
deutlich schlimmer in Erinnerung. So, wieder haben wir ihn schön abgebrochen. Und wieder. Und zack. Oh, okay, aber jetzt nicht leichtsinnig werden. Nicht leichtsinnig werden! Oh, okay, okay, alles cool. Ja, das ist die ganz gefährliche Combo, wenn man deswegen als Nahkämpfer... Ja, ich stammel gerade vor mich hin. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich muss mich konzentrieren, Leute. Okay, alles cool, alles cool. Ja, er hat so Angriffskombos drauf. Das merkt man aber eigentlich nur als Nahkämpfer. Das hat man eben so ein bisschen gemerkt. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg! Ich muss weg! Weiter weg! Ich kann nicht weiter weg! Scheiße! Ich hab da festgehangen wie so ein Idiot. Ah, oh, ärgerlich. Shit, shit, shit. Er kommt, er kommt, er kommt! Oh. Okay, jetzt wird er ein bisschen pissy, glaube ich. Nur so ein bisschen, oder? Komm, jetzt haben wir schöne Möglichkeit, uns hier... Bisschen. Ich bin hier oben. Ja, okay. Ich wollte gerade ein bisschen dissen, aber. Nein, nicht gut, nicht gut. Das ist die drei. Okay, alles cool, alles cool. Weg, 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 weg. Okay, hat gereicht. Gut. Gut, gut, gut. Weiter. Leute, ich glaube, wir schaffen den jetzt beim zweiten Mal. Das wäre doch ein bisschen episch, oder? Nur ein bisschen. Wow, wow, nicht so nah an ihm. Nicht so nah an ihm. Ich will nicht, dass er mir ein. 10 Level nimmt. Das ist das Gemeinste, was er überhaupt machen kann. Ich will euch den Skill auch nicht zeigen. Es tut mir leid. Wer will das schon? Also mal ehrlich. Es gibt Dinge, die muss ich euch nicht zeigen. Das ist definitiv eines davon. Ah, nee, nee, nee. Was mache ich denn? Das da will ich machen. Oh. Okay, alles cool, alles cool. Wir haben ihn gleich. Es wird gut enden für uns, Freunde. Es wird verdammt nochmal gut enden. Ja, jetzt hörst du aber Alarm auf hier. So. Oh, scheiße. Oh nein, 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 nicht leichtsinnig werden. Bloß nicht leichtsinnig werden. Oh, okay. Ja, ist gut. Ist gut. Ich muss nur, Alter, nochmal. Oh nee, 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 ich muss da weg, ich muss da weg. Ich muss weiter weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben mich so. Wir haben mich so voll mit Angst hier. Oh, komm schon. Tod! Wow. Wow, 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 wow. Freunde, auch dieser Dämon wurde vernichtet. Ja, ich muss es zugeben, ihr habt es auch gemerkt, als Magier ist er deutlich einfacher. Wenn man mit ihm mehr in den Nahkampf gehen muss, ist das ein deutlich unangenehmeres Möp-Möp. Er hat zum Glück seine schlimmsten Skills nicht gezeigt, aber die zeigt er ja auch nur, wenn man ja nah an ihm ist. Ja, Mensch, wir haben es geschafft, Freunde. Das Abenteuer ist so gut wie beendet. Genießen wir noch einmal die Aussicht von Boletaria. Und benutzen wir eventuell ein letztes Mal den Kalkstein. Natürlich haben wir seine Dämonenseele bekommen. How did you defeat my precious demon? No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the Old One. If it is to be, then you shall be back in. Okay. Da lebt also noch was. Gehen wir erstmal zurück zum Nexus. Tja, Miralda, auch du musst es in diesem Part dran glauben. So. Was ist hier passiert? Dieses Raunen. Hark, I hear voice of yore. The Old One is calling for thee. Let us proceed below to its lair.
old one. I have brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Ja, Freunde, wer hätte das gedacht? Das Uralte und allen voran unsere Jungfrau. Ja, Mensch, schauen wir uns hier erst nochmal ein bisschen um. Mensch, Jungfrau, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir Spaß haben. Nein, Quatsch, ich wollte mein Level nochmal steigen. Aber gut, du bist jetzt andersweilig beschäftigt. Ich gucke mich hier jetzt um. Ein absolut anderes Szenario jetzt gerade hier. Wer hätte es für möglich gehalten? Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr, aber ich schaue jetzt mich trotzdem ein bisschen um. Es sind die letzten Minuten. Es ist noch nicht ganz vorbei, Freunde. Aber hier ist gar nichts, oder? Weiß nicht. Lieber mal richtig schauen. Ich finde mal noch so eine richtige High-End-Waffe. Was natürlich nichts bringt, weil sie wahrscheinlich wieder für einen fetten Klops ist, aber hey. Nee, hier ist gar nichts. Dann komme ich auch nicht mehr drüber. Haben sie jetzt gesperrt. Da drüben vielleicht noch schauen, schnell. Falls ich irgendwas doch nicht entdeckt habe, ihr werdet es mir sicher sagen. So. Ja, was jetzt noch kommt, ist, soweit ich weiß, gar nicht mehr so schwer. Hoffe ich zumindest. Ich werde mal den Keilstein anfassen, ob ich überhaupt zurück darf. Ja, könnte ich, will ich aber natürlich nicht. Was bringt's mir denn? Okay, sie wartet anscheinend auf mich. Ich bin mir so storytechnisch, tue ich mir ein bisschen schwer in einem Spiel, das doch von relativ wenig Storytelling lebt, nun die richtige Story hier zusammen zu knüpfen zu können. Deswegen halte ich mich da ein bisschen dezent zurück. Let us proceed below to its lair. Aber das Ziel ist klar. Wir werden da reingehen, Freunde, in dieses Ding, was irgendwie lebt und irgendwie auch doch nicht. Sie bringt einen neuen Dämon. Klingt ja irgendwie ungemütlich. Aber egal, wir gehen da jetzt rein. Wir sind am Leben. Jetzt ist es uns auch egal, jetzt können wir ruhig am Leben bleiben. Ja, hallo, komm ich da auch mal durch? Was bringt's denn? Hm, hallo. Ich komme nicht durch, ich bin zu dick. Oh. You are our first visitor. You've been welcome here. Ja, Entscheidung ist ein gutes Stichwort, Freunde. Wir werden uns noch entscheiden müssen. Und das ist dann auch, ja, ihr werdet es kaum glauben, Ending-relevant. Aber jetzt erstmal, tja, habe ich wohl vorhin gelogen. Es gibt doch noch eine Nebelwand. König Alland. God is merciful. So created the Old One. The Old One will feed on our souls and put an end to our tragic realm of existence. Ja, vom einst großen König Alland ist nicht mehr allzu viel übrig, wenn ihr euch das Ding anschaut. Ich würde einfach mal sagen, wir erlösen es von seinem Leid, oder? Auch für Nahkämpfer ist das nicht wirklich eine Herausforderung, dieses Teil. Das ist einfach nur noch so ein, wie soll ich es beschreiben? Einfach nur armselig. Das, was davon übrig liegt, von diesem einst scheinbar tollen König. Es ist vorbei, mein Freund. Ruhe in Frieden. Und sei froh, dass ich noch genügend Gewürze dabei habe. Mann, oh Mann, aber viel weniger hätte ich mir nicht kaufen dürfen. Gut, ich habe ja noch Pfeil und Bogen, aber egal. You fool. Don't you understand? No one. Ja, wer will das schon? Vielleicht hat er ja auch recht mit dem, was er sagt. Wenn wir jetzt quasi der Nachfolger sind, schaut mal, was er uns hinterlassen hat. Seelenbrand. Uhuhu.
Schauen wir uns mal kurz an. Oh, gar nicht mal so schlecht mit dem Magieangriff, aber leider habe ich nicht genügend Stärke, ansonsten wäre das ein geiles Ding für mich, mal ehrlich. Gut, es hat leider keinen Boni auf Magie. Das seelenzerreißende Schwert ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie von Boletaria. Diese schwarze Klinge wird durch das Schwert Dämonenbrand ergänzt. Nach Allans Aufstieg zum Herrscher war sie stets für die Hand des Königs, in der Hand des Königs. Der alte König Allan bevorzugte die Klinge, da sich ihre Macht erhöhte, je dämonischer die Seele ihres Trägers wurde. Ah ja, okay. Ach, diese Musik, ey, ich muss einfach mal die Klappe halten, entschuldigt. Na gut, jetzt hört sie eh auf. Dein Werk ist da. Slayer of Demons, go back above. The Nexus shall imprison thee no longer. I shall lull the old one back to slumber. Ja, und das ist unsere letzte Amtshandlung, Freunde. An dieser Stelle haben wir die Entscheidung. Gehen wir, so wie sie es gesagt hat. Der Nexus hält uns nicht mehr gefangen. Wir können gehen, wir haben unsere Mission erfüllt. Wir können ein glückliches Leben in dieser kranken Welt führen. Oder... The old one and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. Oder halten wir sie auf. Sie will dieses Uralte in einen Schlaf versetzen und sich selbst somit auch. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, bin ich gegangen, weil ich sag mir immer wieder, das ist vielleicht der einzige Mensch, der ein bisschen zu mir gehalten hat in dieser kranken Welt und dem werde ich dann nicht in den Rücken fallen. Und dann bin ich einfach gegangen. Das Ending war eigentlich kein Ending, was dann kam. Es war unspektakulär. Ich werde in dem Bonuspart auch nicht das andere Ending zeigen, weil, wie gesagt, es ist unspektakulär, da kommt nicht viel. Weil ich jetzt dieses Ending noch nicht kenne, Freunde. Auch wenn es gegen meine persönlichen Prinzipien verstößt, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise würde ich das nicht tun wollen. Aber ich will es halt mal sehen und ihr eventuell auch. Nur gut, dann werden wir das tun, was wir normalerweise nie tun würden als guten Charakter. Aber wir werden sie jetzt angreifen. Ich bin gespannt, was passiert. Ja. The old one sensed a new and powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Okay, das war Demon's Souls, Freunde. Und ja, dieses Ende war zwar fies ihr gegenüber, aber es war im Grunde genauso unspektakulär wie das andere Ending auch. Beim anderen ist er einfach rausgerannt. Es gab auch nochmal so einen kurzen Abschlusstext und das war's. Aber gut, dieses Spiel lebt sowieso nicht von seinen Endings, sondern von seiner unglaublich dichten Spielatmosphäre. Das Gnadenlose, das einfach Herausfordernde, das Adrenalin und all das haben wir geschafft, bewältigt und erlebt. Das war's mit Demon's Souls. Hier sehen wir nochmal wunderschöne Bilder, eine wunderschöne Musik. Schön. Einfach nur schön. Ein super geniales Spiel. Es hat mir unglaublich Freude gemacht. Ich habe ja sowieso schon mein Resümee größtenteils vorhin erzählt. Deswegen brauche ich gar nicht groß viele Worte zu verschwenden. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal, wie immer, ein paar Leute grüßen. Natürlich alle, die dieses Projekt sich angeschaut, geliked, favorisiert, was auch immer haben. Alle 1000
tausend Dank. Auch an die ganz, ganz stillen Zuschauer, die einfach nur geguckt haben. Danke, danke, danke. Es macht mir immer wieder eine Freude, wenn ja, ich da zwar rumfälle und es wird trotzdem gerne geschaut. Aber natürlich, wie so oft, gilt mein größter Dank natürlich an die fleißigen Kommentarschreiber. Das da wäre Trang Duvel, Joker 1807, LP-Kommentator 98, Jade Curtis, SWR 3 Band AK Niki, Marcel Moos, Lufthansa AK Niklas, Porta Kaliginis, Lost Name Man, Coke Light Man, Lisa Knosp, ja, Lisa Knosp. Ja, es ist manchmal nicht einfach, alles hinzubekommen. Ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber ich kann meine Schrift meistens selbst nicht lesen. Ja, das ist doof. Nocturnal Neko, Claudo 248, Def Matre, Kucha Katsumi, Herbstregen 89, The Zocker 19, fällt mir noch jemand ein spontan? Steffen Lemke, Ragnara, 1893 Luke natürlich und Tuvalu 8 und Pfirsichkrieger. Ja. Und noch viele, viele mehr, die mir ab und zu geschrieben haben. Vielleicht auch ein paar, die mir öfters geschrieben haben. Danke. Tausend Dank. Mit euch hat es am meisten Spaß gemacht. Ich konnte wunderbar auf eure Tipps eingehen. Ohne eure Tipps hätten wir wahrscheinlich noch 5 weitere Parts jetzt gesehen. Aber was soll's. Es werden Bonusparts kommen. Der Nachfolger wird Dark Souls sein. Beziehungsweise, also, es ist dann Dark Souls, das laufende DLC-Projekt. Und was da danach kommt, werdet wahrscheinlich ihr mit einem Vote bestimmen. Ich bin gespannt. Freunde, das war Demon's Souls. Genießen wir die schöne Melodie und die letzten Bilder dieses Abspanns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit den anderen Projekten. Macht's gut, euer John McCloud. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the 5 archstones will connect into